So, hallo, wir sind hier auf dem Landesparteitag der Berliner Piraten und ich habe heute den Alexander, ich habe jetzt gerade den Alexander hier zu Gast, den ich gerne einige Fragen stellen wollte. Alexander ist stellvertretender politischer Geschäftsführer der Bundespartei und besucht uns hier, hat hier auch eine nette Rede gehalten und nimmt hier jetzt auch so dieses Wochenende mit und bringt es dann in die Bufo, die werden dann, glaube ich, einigen Spaß haben. Alexander, wie hat es dir im Ganzen Großen gefallen? Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts mehr, aber im Großen und Ganzen hat es mir gut gefallen. Ich fand die Atmosphäre gut, dass es relativ entspannt war. Es gab wenig persönliche Angriffe, es wurde kontrovers diskutiert. Im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein, denke ich. Ja, also das habe ich auch festgestellt, es ging alles sehr geschmeidig und ich habe ja schon war schon in der Versuchung, heute mit kleinen Blumen im Haar zu kommen, aber ich habe das dann doch sein gelassen. Wir hatten gestern Abend so eine Geschichte, zum Schluss wurde hier noch ein Antrag durchgewunken, der gerade in der Partei sehr kontrovers behandelt wird, auf Twitter und auf anderen Medien, was, ich glaube, der ist der XX05 mit dieser Geschichte Erfurt. Kannst du was dazu sagen, oder? Ja, also ich halte es für sehr kritisch, das ist mir auch schon auf Bundesparteitagen aufgefallen, auf früheren. Ich halte es für sehr kritisch, wenn plötzlich Anträge vorgezogen werden, in dem Moment, wo viele Leute schon gegangen sind und sich die Mehrheitsverhältnisse ändern, dann solche Anträge vorgezogen werden. Das halte ich für kritisch. Ich denke, da sollte man Regelungen finden, dass sowas in Zukunft nicht passiert, sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene, dass wenn eine Tagesordnung beschlossen ist, die auch steht. Und gerade bei solch wichtigen Anträgen finde ich es besonders wichtig, dass da auch wirklich die Mehrheit dabei ist und dass mitbestimmt, mitredet und nicht nur eine kleine Gruppe, die sich da ziemlich einig ist. Das ist mein Eindruck. Ja, okay. Ja gut, ich lasse das jetzt mal so stehen, weil wenn ich jetzt noch was dazu sagen würde, dann würde man fast meine Meinung dazu feststellen. Im Allgemeinen, du bist gerne hier gewesen, du hast auch bei Piraten übernachtet. Das klappt eigentlich ganz gut. Du kommst gerne nach Berlin? Ja, ich komme auf jeden Fall gerne nach Berlin. Ich besuche auch die anderen Landesverbände gerne. Das ist unabhängig davon, ob ich vielleicht politisch genau deren Meinung vertrete oder auch andere Ansichten habe, weil letzten Endes sind es Menschen. Wir sind als Menschen und als Piraten gemeinsam in einer Partei, um gemeinsam Dinge voranzubringen und deswegen besuche ich alle Landesverbände gerne. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, du wurdest ja auch mit einer guten, satten Mehrheit gewählt. Deswegen glaube ich, die meisten folgen auch deiner politischen Ansicht. Das wird sich zeigen. Ich hoffe, dass das nicht alle tun, weil ich kann ja nur kontrovers diskutieren und mich hinterfragen, wenn ich auch Gegenmeinungen habe. Aber solange die sachlich vorgebracht werden und mit guten Argumenten, das ist ja der Inhalt oder der Sinn einer Partei, Sachen inhaltlich und mit Argumenten zu diskutieren und nicht einfach nur über Meinungen und Gefühle. Genau. Okay, der Alexander, ich bin ganz ehrlich froh, dass er hier in diesem Bufo ist, weil ich habe mit ihm vor 1,5 Jahren haben wir einen richtig geilen Wahlkampf in Bremerhaven gerockt und ich glaube, das war auch der letzte Wahlkampf, wo die Piraten nicht verloren haben. Und hast du dazu nochmal was zu sagen? Ja, wir haben zugelegt, trotz der schwierigen Situation. Wir haben nochmal ein paar Prozentpunkte zugelegt. Haben auch diesmal viele Direktstimmen eingefahren und ich muss sagen, das kommt uns jetzt sehr zugute, weil dadurch, dass wir die vielen Direktstimmen hatten, habe ich gemerkt, wir sind wiedergewählt worden, wir sind wieder im Kommunalparlament vertreten und man hört uns jetzt anders zu, auch durch die Direktstimmen. Das heißt, ich merke, dass uns aufmerksam zugehört wird, unsere Argumente werden wahrgenommen und da wir auch immer auf einer sachlichen Ebene bleiben und auf persönliche Angriffe verzichten, das ist das, wovon wir Piraten in Bremerhaven zehren. Ja, ich sehe es also an den Presseveröffentlichungen, dein Bild ist ja immer dabei, finde ich ganz toll, sehe ich halt auch gerne und auch nicht nur ich, viele andere auch. Ich bedanke mich, dass du hier warst, ich hoffe, du kommst mal wieder und im Wahlkampf, sage ich mal, warst du ja auch mit volle Pulle dabei. Willst du da noch kurz was zu sagen? Ja, der Wahlkampf hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, auch mit den Kollegen aus den anderen europäischen Ländern loszuziehen, mit denen Wahlkampf zu machen. Das war schon ein tolles Erlebnis. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, auch was Organisatorisches betrifft und Wahlkampftechnisches und dass wir beim nächsten Mal alles besser machen. Ich denke, wir werden besser werden, auf jeden Fall. Ja, das mit dem Bessermachen, das sagen wir uns ja immer wieder, aber wir arbeiten halt dran. Ja, ich glaube aber, wir wissen, was schiefgelaufen ist und das wird auch aufgearbeitet, da gibt es noch einen Antrag zu. Du fährst um 14 Uhr wieder nach Hause? Ja, das ist der Plan. Gegen 14 Uhr, ein paar zerquetschte, fahre ich los. Um 15 Uhr kommt theoretisch der Zug. Aber fahren mit der Bahn ist immer so ein Abenteuer. Ich bin gespannt, ob er tatsächlich um 15 Uhr kommt und ob ich tatsächlich einigermaßen pünktlich zu Hause bin. Und zu Hause darf ich weiterarbeiten. Also da kann ich dem Alex nur zustimmen. Als ich letztes Jahr des Öfteren rüberfahren musste, das war also schon wirklich eine Reise ins Unbekannte. Aber ja, wie gesagt, wie komme ich jetzt von Bremerhaven nach Hamburg, um den Zug nach Berlin zu erreichen? To boldly go where no one has gone before. Okay, ich danke dir. Ne? Schönen Tag noch. Danke. Danke euch auch.